Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play meinerseits. Ich bitte mich vorneweg schon mal zu entschuldigen, wie man hört, ich bin immer noch erkältet. Und ich bitte daher zu entschuldigen, wenn ich mich räusper oder wenn mich ein Husten überkommt. Ja, oder ähnliches halt. Oder ein Schneuzen oder ein Niesen oder so. Das bitte ich um Entschuldigung. Sollte zwischendurch mal ein sichtbarer Cut oder so sein, dann hatte ich wahrscheinlich einen kurzen Hustenanfall gehabt oder einen Anruf wegen meinem PC. Das könnte ja jederzeit passieren. Also da bitte nicht wundern. Und das neue Let's Play, das jetzt startet. Ich habe ganz, ganz frisch heute das Spiel gekauft. Das Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist, glaube ich, heißt das. Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, genau. Legacy of the Duelist. Und ich habe das schon ziemlich lange bei mir auf der Liste. Und da ich jetzt diesen Monat noch ein bisschen Geld übrig habe, habe ich mir gedacht, ach komm, kauf's mal dazu. Und hatte dann auch gleich die Idee, ach, könntest du eigentlich auch mal ein Let's Play dazu machen. Und ich gebe zu, ich habe das schon ewig nicht mehr gespielt. Und ich werde wahrscheinlich die erste Zeit so ablosen, weil ich mich null mehr damit auskenne. Vor Jahren zuletzt gespielt auf dem, ich glaube 3DS war das, mit der Duell Academy mit Jaden und Yu-Gi-Oh! GX. Das war das letzte, was ich gespielt hatte. Nee, Quatsch, das stimmt gar nicht. Ich hatte mal von den neuen, ich glaube von dem Arc V hatte ich mal ein Spiel und ich habe das aber nach kurzer Zeit schon wieder weg, weil ich kam mit dieser Duellart und so überhaupt nicht mehr zurecht. Und ich bin eher so eine fürs Klassische, so eine, ich bin eine ein kleines Yami-Bakura-Fangirl, wie die meisten, die Quasselrunden mit Horst, die vielleicht geguckt haben, festgestellt haben. Und Yu-Gi-Oh! GX ist bei mir gerade noch so an der Grenze des Guckbaren, aber alles, was danach kommt, da bin ich überhaupt kein Fan von. Aber wie man hier in der Kampagne sieht, geht das bis zu Arc V runter. Und da müssen wir uns dann halt durchkloppen mit den Geschichtsrängen und wir fangen dann halt einfach mal ganz von vorne an. Wobei ich während meiner Euphorie, es endlich gekauft zu haben, das erste einfach mal gespielt habe. Eigentlich auch, um zu gucken, wie lässt sich's aufnehmen, funktioniert das und so. Und ich hoffe, ich kann das jetzt ganz normal wieder, das nochmal wiederholen halt. Weil das war wie so ein kleines Tutorial gewesen. Und für diejenigen, die das vielleicht nicht so ganz kennen und sich nicht auskennen, ist das vielleicht ganz gut. Ob ich das hinkriege, die einzelnen Spielschritte zu erklären, das ist auch fraglich. Weil es ist doch komplexer, als manches vielleicht glaubt. Und es ist mitunter nicht ganz leicht zu erklären. Aber ich kann es gerne. Jetzt mach ich's. Hör doch mal auf, so rumzuzicken. Und ich würde sagen, wir spielen einfach das Tutorial mehr oder weniger nochmal. Und ja. Gut. INF. N8. So heißt dieser Computer da. Lade Yu-Gi-Oh! Geschichten. Die Geschichte von Yu-Gi-Muto beginnt in der Domino High School, wo Duel Monsters das heißeste Kartenspiel der Welt der letzte Schrei war. Yugi war der beste Duellant und sein Freund Joey wollte unbedingt lernen, wie man sich duelliert. Also unsere Geschichte von Yu-Gi-Muto beginnt, wie Yugi seinen Freunden Joey wie auch Thea und Tristan die Regeln von Duel Monsters beibringt. Hey Joey, Erde zu Joey, du bist dran. Oh, ist er nicht süß, wenn er nachdenkt? Ey Tristan, Yugi, hier bringt mir bei, wie man Duel Monsters spielt. Drollig Monsters? Duel Monsters, du Dummkopf. Sie machen das schon seit Stunden. Joey fängt an, das Spiel zu verstehen, aber Yugi ist ein Experte. Okay Yugi, Zeit für ein Duell. Ja klar, und jetzt springt mein Google wieder direkt an. Ist klar, komm, geh weg. Nein. Ich sagte nein, geh weg. Entschuldigung. So. Wow, was für ein ergreifendes Intro. INF N8 kann sicher eine Geschichte erzählen. Grüß dich, Duelland. Ich bin IN4 M8, Teil des virtuellen Spielsimulators. Ich wurde programmiert, die richtigen Duellregeln und Bestpraktiken zu unterrichten.
Also fangen wir an und gehen über die Grundlagen. In diesem Szenario wirst du die Rolle über den legendären Yugi Muto nehmen und gegen den nicht ganz so legendären Joey Wheeler kämpfen. Ist ja interessant. So. Lass uns zunächst lernen, wie man ein Monster beschwört. Monster werden in der Monsterzone beschworen. Monster können in Angriffspositionen beschworen oder auf die Monsterzone in Verteidigungspositionen gesetzt werden. Ja, hier fängt es halt einfach schon an, ne? Für Leute, die sich nicht damit auskennen. Es gibt insgesamt 6 Spielphasen. Das erste ist die Draw-Phase. Da zieht jeder Spieler entweder zu Beginn eines Duells 5 Karten und dann... Entschuldigung. Und dann bei jedem am Anfang seiner Züge eine weitere. Oh Gott, ich bin so K.O. dann jetzt das... Ja gut, ein Monster in Angriffsposition wird vertikal gelegt und ein Monster in Verteidigungsposition wird horizontal in verdeckter Position gelegt. Ja. Hier haben wir die, ich weiß gar nicht mehr, wie diese Phase hieß gerade, ich habe da nicht drauf geachtet, aber das ist praktisch die Phase, in der zum Beispiel Fallen aktiviert werden, die wo permanent sind und halt spezielle Effekte. Die Main Phase 1, da kannst du Monster in dem Monster setzen oder Fallen legen oder Zauberkarten aktivieren und dann gibt es die Battle Phase, da greift man an. Die Main Phase 2 kann man wieder Monster oder Fallen oder Zauberkarten setzen. Was man in der ersten Main-Phase halt verpasst hat. Hast du in der ersten Main-Phase ein Monster gesetzt, kannst du in der zweiten keins mehr setzen. Hast du in der ersten keins gesetzt, kannst du es in der zweiten Main-Phase nachholen. Man kann pro Runde, also pro Spielzug, pro eigenen Spielzug nur ein Monster beschwören. Und es gibt natürlich auch Ausnahmen durch Fallen und Zauber, aber das ist jetzt zu komplex, das komplett alles zu erklären. So, die Endphase. In dieser Phase übergibst du den Zug dann an deinen Gegner, wo dann bei ihm dieselben Phasen durchlaufen werden und das halt immer und immer wieder. So, hier oben sieht man die Lebenspunkte des Gegenspielers. Das hier ist unser Gegenspieler. Und hier unten sind unsere Lebenspunkte und das sind wir. Und ja, wir müssen halt die Lebenspunkte unseres Gegners müssen wir auf Null bringen, um das zu beenden. Oder um zu gewinnen, so rum. Und diejenigen unter euch, die sich damit auskennt, die denken sich jetzt wahrscheinlich, boah, erzähl das doch nicht alles, das kennen wir doch schon. Ja, aber es gibt halt eventuell vielleicht auch Leute, die es nicht kennen. Und da halt grob zu erklären, ja, wie die absoluten Grundlagen halt sind. Und um was es halt eigentlich geht. Ja, und in dem Sinne... machen wir halt auch mal weiter. Lass uns ein Monster setzen. Wähle Drache, der in einer Höhle haust und setze es auf das Spielfeld in Verteidigungsposition. Da gibt es jetzt halt auch 2 Besonderheiten. Es gibt einmal die offene Angriffsposition oder generell, es gibt keine verdeckte, die Angriffsposition, die ist halt hochkant, so wie das Bild hier jetzt zu sehen ist. Dann gibt es die Verteidigungsposition, die ist offen und quer, also die ist nicht hier so, sondern die ist hier so. Und dann gibt es die verdeckte Verteidigungsposition, in dem das, was wir jetzt halt machen müssen, draufklicken, setzen. Und dann seht ihr, es wird quer gesetzt in der Verteidigungsposition. Man kann sie am Anfang, wenn man sie aufs Feld beschwört, nicht offen in Verteidigungsposition beschwören, sondern immer nur verdeckt. So, nun ist das Phasenmenü, das Phasenmenü, wie auch immer, und die Endphase wählen. Das machen wir mit der rechten Maustaste und gehen einfach. Ja. Nächster, jetzt ist Joey dran. Der setzt was in die offene Angriffsposition. Greift uns an. Ja, und Leute, die sich halt jetzt gar nicht damit auskennen, die haben jetzt natürlich gar nichts gecheckt, weil das wird hier jetzt auch nicht erklärt. Und, wie man sieht, hier unten zum Beispiel sieht man Aktion 1300 und Defensive 2000. Also je nachdem, in welcher Position das Monster sitzt, wirkt entweder hier das oder das zweite. Ist das Monster in der offenen Angriffsposition, dann wirkt der Angriff mit 1300. Unser Münsterchen war allerdings in der verdeckten Verteidigungsposition, das heißt, es wirkt der Verteidigungswert. Das ist das hier. Verteidigungswert von 2000. Joeys Monster, ja, ich weiß, dass er mich angegriffen hat.
und sich selbst Schaden zugefügt hat. Lass mich erklären, was passiert ist. Okay, das geht vielleicht auch. Wenn ein Monster in Verteidigungsposition angreift, wird der Angreifer-Aktionswert verglichen mit dem defensiven Wert des Verteidigers. Wenn das angreifende Monster einen geringeren Wert hat, nimmt der Besitzer des Angreifers Schaden in Höhe der Differenz. Wenn das angreifende Monster einen größeren Wert hat, wird das Verteidigungsmonster zerstört. Ich denke mal, das sagt alles. So, und genauso verhält es sich dann natürlich auch, wenn das Monster jetzt zum Beispiel in Angriffsposition ist. Ist meine Angriffskraft oder das Angriffskraft meines Monsters höher als der des Angreifers, bekommt Joey zum Beispiel nicht nur die Differenz abgezogen, sondern das Monster vernichtet sich damit auch selber. Ist mein Monster jetzt schlechter und dann wird das, da ist das Gleiche dann halt bei mir. Ich bekomme die Differenz als Schaden und mein Monster geht kaputt. Oder stirbt oder kommt auf den Friedhof oder was auch immer. Gut. Als nächstes werden wir eine Zauberkarte und Fallenkarte spielen. Diese Karten werden in der Zauber- und Fallenkartenzone gespielt. Das ist die untere Reihe. Grüne Zauberkarten. Da haben sie einen kleinen Fehler eingebaut. Grüne Zauberkarten können sofort gespielt werden, aber die meisten können nur in deiner Main-Phase gespielt werden. Du kannst sie auch setzen und sie zu einem späteren Zeitpunkt aktivieren. So wie zum Beispiel Fallenkarten, die immer eine Runde später erst frühestens aktiviert werden können. Oh, Verzeihung. So, wir setzen jetzt einfach mal was. Können wir nicht? Was steht? Wähle Banner des Mondes. Okay. Die müssen wir spielen. Direkt offen spielen. Die legen wir direkt offen hin. Und in dem Moment wird dann auch der Effekt bereits aktiviert. Und von dem Moment an ist er auch gleich aktiv. Und da es eine permanente Zauberkarte ist, wie hier an diesem querliegende 8 Symbol gezeigt. Ach, das sieht man ja hier. Hier seht ihr diese querliegende 8, die bezeugt, dass das eine dauerhafte Karte ist, die halt auf ewig liegen bleibt, solange bis sie vielleicht durch einen Effekt zerstört wird oder so. Und das, was hier unten steht, das ist halt das, was sie die ganze Zeit über macht. Das heißt, alle Monster, die du kontrollierst, erhalten nur während meiner Battle Phase 200 Angriffspunkte zusätzlich. So, rosa Fallenkarten ist zwar, glaube ich, eher lila, aber ist ja egal. Rosa Fallenkarten können aktiviert werden, wenn es dein Zug ist und während des Spielzugs deines Gegners. Okay, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen kompliziert erklärt. Rosa Fallenkarten können aktiviert werden, wenn es dein Zug ist und während des Spielzugs deines Gegners. Aber du musst es zuerst verdeckt auf dem Spielfeld setzen. Du kannst eine Fallenkarte nicht in dem gleichen Zug aktivieren, als du sie gesetzt hast. Aber du kannst sie jederzeit nach dem Beginn eines Zuges des Gegners aktivieren. Vorausgesetzt natürlich, die Voraussetzungen sind erfüllt, um die überhaupt zu aktivieren. Ne? Lass uns deine Fallenkarte Ruf der Gejagten setzen. Oder auch in der Serie genannt Schrei der Untoten. Die verdrehen da so ein bisschen gerne die Namen und auch die Effekte, habe ich schon festgestellt. Nun lass uns fertig machen zum Angriff. Lass uns Drache, der in der Höhle haust, zur Angriffsposition wechseln. Jawohl. In die Angriffsposition. So, jetzt ist er fertig zum Angriff. Lass uns nun Ninkenhund in Angriffsposition beschwören, sodass du ein anderes Monster draußen hast, das Joey angreifen kann. Gut, das ist das gute Viech hier. Das beschwören wir dazu. Hier steht dann übrigens nebenbei auch immer die Beschreibung, aber bei diesen hellen Karten ist das eigentlich sinnlos, weil das macht nur Sinn, wenn es Effekte gibt, wie zum Beispiel hier, das ist eine dunklere Karte, eine dunkelorange oder bräunliche Karte, das ist ein Effektmonster, das steht dann auch hier unten dabei, was der Effekt genau ist. Und dazu dann aber später wieder was. So, alles ist eingerichtet für unseren Angriff. Lass uns zur Battlephase wechseln und angreifen. So, greif Flammen-Inpachi mit deinem Ninkenhund an. Gut, einmal angreifen und zack. Patz. So, wie ihr gesehen habt, sein Monster war schwächer als unseres, deswegen wurde es zerstört. Landet auf dem Friedhof. Und ja, Joey hat halt die Differenz als Schaden zugeschrieben bekommen. Wenn ein Gegner keine Monster hat, können deine Monster direkt deines Gegners Lebenspunkte an. Hey, was ist das für eine Übersetzung? Können deine Monster direkt deines Gegners Lebenspunkte angreifen? Lass uns dies tun. Mhm. Ist ein bisschen schlecht übersetzt, aber naja, ist nicht schlimm. Hauptsache, man versteht, was gemeint ist.
Jetzt Joey direkt angreifen mit Drache, der in der Höhle haust. Und aufs Maul, Junge. Lass uns deinen Zug beenden. Gut, dann beenden wir den Zug. Lass Joey nochmal ran. Damit der Arme sich nicht so vernachlässigt vorkommt und weil er so lange warten muss. So. Joey hat keine Chance. Lass ihn uns fertig machen. In diesem Zug werden wir ein anderes Monster... In diesem Zug werden wir ein anderes Monster beschwören. Bis jetzt hast du nur Monster der Stufe 4 oder darunter verwendet. Um ein Monster der Stufe 5 oder 6 zu beschwören, sieht man an diesen Sternen hier übrigens, musst du ein Monster als Tribut anbieten. Sende ein Monster auf deiner Spielfeldseite auf den Friedhof, um ein hohes Stufenmonster zu beschwören. Dieses wird Tributbeschwörung genannt. Ja, das ist im Übrigen eigentlich dasselbe als eine normale Beschwörung. Das geht auch nur, das zählt auch nur als einmal pro Zug. Allerdings, je mehr Sterne es hat, desto mehr Opfer sind vonnöten von den Monstern, die bei dir auf dem Spielfeld liegen. Also du kannst nicht sagen, okay, ich gebe jetzt einfach alles aus meiner Hand ab. Das geht nicht. Es geht nur alles, was hier liegt. Da haben wir ab Stufe 5 und 6 braucht man ein Tribut oder ein Opfer. Und dann ab Stufe 7 und höher sind dann zwei Monster vonnöten. Dann gibt es natürlich noch Fusionen und Synchronisation und hast du nicht gesehen. Aber das kommt später, denke ich mal, irgendwann mal. Wenn das nötig wird, kommt das dazu. Ansonsten, wenn nicht, erkläre ich dazu mal kurz und dann ist gut. Und wir beschwören jetzt mal dieses Teil, dass das Spiel zufrieden ist. Wie du sehen kannst, musst du ein Monster als Tribut anbieten, um dieses Monster zu Tribut beschwören. Du musst ein Monster als Tribut beschwören, ja. Wählen wir Ninkenhund als dein Tribut. Wähle ja. Mhm. Was ich aber absolut nicht verstehe, weil hier, der hat 1300 Angriff, weißt du? Das Viecher hat 1800 Angriff. Warum müssen wir den opfern? Warum? Das ist so sinnlos. Aber bitte, wenn wir es halt müssen, müssen wir es. So, jetzt ist es geopfert. Der gute Ninkenhund liegt jetzt im Friedhof. Und, wenn du die Kartenbeschreibung auf der linken Seite liest, kannst du sehen, dass dein Gravistoßdrache einen Effekt hat, den du triggern kannst. Lass uns das jetzt tun. Lass uns Gravistoßdrache Effekt benutzen und Banner des Mutes auf den Friedhof senden, um Joys verdeckte Karte zu zerstören. So, einmal Effekt aktivieren und einmal diese Karte opfern und dann PAM. So, die Karte auf dem Spielfeld wurde zerstört. Effekt aktivieren. Jetzt können wir Schrei der Untoten oder hier Ruf der Gejagten ketten, damit wir unser Hündchen wieder zurückholen können. Lass uns nun waghalsig voranstimmen. Effekt ketten. Ja, das sind, wenn sie in direktem Anschluss mit verkettet werden. Das klingt alles so kompliziert. Ich hätte ja auch mal ein bisschen kleiner anfangen können, als direkt zu viel zu bringen. Ist in deiner Hand, kann aber sofort aktivieren, weil es eine... Nicht, weil es eine Zauberkarte ist, mein liebes Spiel, sondern weil es eine Schnellzauberkarte ist eigentlich. So, hier sieht man jetzt, glaube ich, gerade nicht. Kann ich das? Ah, Details. Hier sieht man, dieser Blitz bedeutet eine Schnellzauberkarte und die kann man auch dann direkt aus der Hand aktivieren zur passenden Zeit und muss nicht erst gesetzt werden. Das sind Schnellzauberkarten. Deswegen, das Spiel hat es jetzt gerade ein bisschen verwechselt. Man kann sie nicht direkt aus der Hand aktivieren, weil es eine Zauberkarte ist, sondern weil es eine Schnellzauberkarte ist. So, und wie man entnommen hat, wähle ein offenes Monster auf die Höhe, erhält bis zum Ende des Spielzugs 700 Angriffspunkte dazu. Also, und das schmeißen wir jetzt, glaube ich, hier drauf, wenn ich mich noch richtig erinnere. So, Schrei der Untoten kommt jetzt auch dazu, mit unserem Hündchen wieder. Und, jetzt sind wir bereit zum Angriff. Und hier haben wir auch wieder... Moment, ich gehe gerade mal hier. Eine permanente Zauberkarte, die bleibt so lange... Die ist so lange mit der wiederbelebten Monsterkarte verkettet oder verbunden, bis halt eins von diesen beiden vernichtet wird. Ne? Wird die zerstört, geht das Monster weg. Wird das Monster zerstört, glaube ich, geht die auch wieder weg. So. Und damit kann man halt ein Monster aus dem Friedhof wieder zurückrufen.
Ja, und jetzt müssen wir halt wieder angreifen. Ich sag, das klingt für den Anfang ein bisschen extrem kompliziert. Und es ist, glaube ich, auch der Anfang ist ja auch, glaube ich, ein bisschen kompliziert gemacht. Aber ja, was soll's, ne? Joey wird nicht allzu glücklich darüber sein. Ein weiterer Angriff und wir werden ihn völlig auswischen. Was ist das denn für ein Deutsch hier, meine Lieben? So, gewonnen! Die LP deines Gegners wurden auf 0 reduziert. Ach was, eine Karte so mächtige wischt mich völlig aus. Was ist das für ein Deutsch? Boah, du stinkst in dem Spiel, Joey. Ich glaube eher, du stinkst ab. Du warst gut, Joey. Ich habe nur bessere Karten. Mein Großvater besitzt ein Spielgeschäft und ich bekomme alle meine besten Karten von ihm. Dein eigenes Spielgeschäft? Worauf warten wir? Lass uns gehen. Okay, vielleicht kann ich sogar meinen Großvater dazu bringen, uns diese super seltene Karte zu zeigen, die er hat. Sie ahnten nicht, dass jemand das Gespräch mithörte. Jemand, der nach eine sehr seltene Karte suchte, um sie zu seiner Sammlung hinzuzufügen. Alles klar. Oh, neue Karte, Preis, Hornkobold. Noch eine neue Karte. Was, Gwarz, der Gesandte der Finsternis? Die kenn ich gar nicht. Neue Karte, DD-Krieger, Dark Dimension-Krieger heißt das übrigens. Siegespunkte verdient. 1317. Ja, jetzt habe ich schon ein bisschen mehr. Hier sind immer die Statistiken, wie viele Spielzüge und wie viel Schaden und hast du nicht gesehen, aber das interessiert mich eigentlich gar nicht so. So, gut. Das war das Tutorial und mehr oder weniger, wie gesagt, es klingt etwas arg verkompliziert. Ich glaube, dass das erste Duell ist in diesem Spiel auch sehr stark verkompliziert, anstatt dass man da erstmal komplett die Grundlagen erklärt. Aber ich schätze mal, die meisten, die sich das hier kaufen, die kennen das sowieso schon. Von daher ist das egal. Für die Jungs und Mädels unter euch, die das gucken und sich absolut nicht mit Yu-Gi-Oh! Auskennen, ja, kann ich vielleicht mal empfehlen, die ein oder andere Folge zu gucken oder sich mal ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Weil ich glaube nicht, dass ich hier der größte Erklärer bin und der beste Erklärer bin, aber ich tue natürlich mein Bestes. Und ich denke mal, ich werde die nächste Zeit so ablosen einfach, weil ich kann das überhaupt nicht mehr. Ich habe vor Jahren das letzte Mal gespielt und ja, also es wird mit Sicherheit sehr interessant und sehr gemein, kann ich mir gut vorstellen. So, also dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir uns dann, wer war das nächste? Ich glaube, Kaiba war der nächste. Wenn wir uns dann Seto Kaiba annehmen, ne? Also macht's gut. Tschüss.